Weil das Durcheinanderwirbeln zum Glück nicht so viel Schaden macht. Bitte diese Mauer reparieren. Die nehme ich mal weg. Das brauchen wir nicht wirklich. Und ich habe mich entschieden, den Brunnen... Blöde. Mist. Der würde hier jetzt wirklich gut kommen. Vielleicht, wenn die Einheiten weg sind. Nee, die Türme stehen im Weg. Ach, das ist doch... blöd. So, wir gehen jetzt zum Glück hier hinten. Was macht diese blöde Balliste denn da hinten? Ja, jetzt ist er weg. Egal. So, hier möchte ich noch Axtwerfer haben. Gegen die Trolle kommen sie nicht an. Keine Chance. Da sehen die kein Land. Was ich aber zumindest machen könnte... Moment. Haha. Moment, hier ist ein Punkt, da kann ich sparen. Ja. Sehr schön. Kann ich ja immer noch wieder nach vorne ziehen. So, Dorfzentrum Upgrade. Jetzt aber ein bisschen gegen Stichschaden. Du darfst mir hier nochmal einen Turm hinbauen. Man weiß ja nie, mit was wir gleich noch kommen. Ach du Scheiße. Gut, dass ich das zurückgezogen habe. Denn die Mauern sind jetzt schlichtweg gefallen. Macht gar nichts. Das ist ja fix wieder aufgebaut. Ist ja schließlich auch unsere ganze Armee, die damit kämpft. Mitbaut, meine ich. Unglaublich praktisch, dass quasi die ganze Armee eine Pioniersausbildung haben. Einfach nur, weil es schön ist und wir die Ressourcen haben. Fünfzehn waren da. Bauen wir den Rest auch ruhig hier nach. Meinetwegen auch im Nahkampf mit der Hydra. Wenn ihr halt unbedingt wollt. Irgendwelche Upgrades, die uns erfordern, ja, das zum Beispiel. Na, welcher ist dann gestorben? Das sieht. Ach, diese Zwerge. Ja, komm, die gehen ja bei jedem Blödsinn drauf. Wir haben auch sogar weniger Rüstung. Odysseus is coming. He will be here soon with a great army. Odysseus? By the gods, I will be glad to see him. Oh ja. Gut, dass wir dieses Kampfschwein gerettet haben. So. Wer jetzt wirklich alle Videos gesehen hat, der weiß auch, worauf sich diese Referenz bezieht. Ja, auch normale Einheiten zimmern das hier fix nieder. Ja, wenn das Schwein halt nicht angreift. Bug? Wie ist das Schwein da jetzt bitte schon durchgekommen?
Auch wenn Mauern offen sind, sollten die nicht durch können. Naja. Egal. Tja. Diese Cheater. Geben wir schon mal die Ressourcen aus. Früher oder später werden wir sie gebrauchen können. Greift ruhig hier die Mauern an. Genau, hier ist ein Feuerriese, der auch normal Schaden macht mit Fernkampfangriffen. Dann diese richtigen Feuerbälle, die auf die Umgebung Schaden machen. Feuerriesen sind echt gemeine Säue. Hier haben wir 17, da sind es 13 und 1. Galerie-Upgrade, ich upgrade jetzt einfach alles. Wir haben viel zu viele Ressourcen. Arcatos, I couldn't let you have all the glory. Haha. Odysseus! Now we'll take this battle to the Cyclops Etimus. For the final time! Etimus. Esto. So. Esto. Malista. Esto. Skipan? Jau? Jau. Tilbuin. Skipan. Ne. Tilbuin. Leje. Skipan. Skipan. Sat. So, die Einheiten, die ja da bleiben. Moment, dich hätte ich schon gerne mit. So, der Rest darf da bleiben. Und ihr werdet mein Verteidigungstrupp. Soll passen. Das Ding hier mal hin. Ach, der hat noch einen davon gehabt. Diese Arschlöcher. Und ich habe gerade die Einheiten davon weggezogen. Egal. Ihr bleibt erstmal hier. Scheiß auf die Lücke in der Mauer. Wunderbar. Ach, Mann. So. Gehen wir hier mal einfach den direkten Weg. Und ihr baut mir... Ach, was soll's? Einfach hier eine Bergfestung hin. Falls sie in mein Dorf kommen wollen. So, hier brauchen wir auch nur noch Angriff schreien. Warum hilft eigentlich gerade Odin den Feinden? Ah, nee, angreifen braucht er das nicht. Es sind und bleiben einfach nur Mauern. Ohne ein Tor dazwischen. Prostegma. Volume. Fere sant lege. Orthos. Prosesje. Volume. Prostegma. Til samtikt. So, Ziel ist jetzt... nach Norden und Gargarensis töten. Esto. Jau. Sat lege. Orthos. Mach ich gerne. Pani. Lege. Tilpu. Champion Myrmidons. Myrmidons sind hier jetzt sehr schön. Denn das sind griechische Infanterieeinheiten, die besonders stark gegen Siege Weapons oder Blödsinn. Als wenn wir das hier noch brauchen würden. Die besonders stark gegen andere Rassen sind. Und jetzt gegen die Hippogons nicht. Zyklopen glaube ich auch nicht. Aber gegen alle Nordmann-Einheiten oder ägyptische Einheiten. Letzteres ist ja gar nicht dabei. Was mich etwas verwundert. Denn wo ist denn gerade Kemset? Ja.
Ja, das hier sollte kein wirkliches Problem sein. Beim Ram gegen meine Einheiten. Lächerlichst. Ja, ein paar Lebenspunkte hat er. Typische Zyklop. Ach, schon gewonnen. Betten erpflichtet wieder. I'm glad you changed your mind. I was almost home. Then I dreamt of my city in ruin and Athena spoke to me. I know the dream. How did you find us? Well, the horrible roar and the blinding flash of light were helpful. That was the end of this one's dream. And with that finished, I think we should find some ships. Home beckons. A fine idea. Ajax. You're sure you don't want to take him back to Atlantis? Put him in a cage somewhere? No. He'll never set foot in my homeland. This is for Chiron. Jetzt ist er einen Kopf kürzer. Tja, da sind wir jetzt auch mal gespannt, wie wir empfangen werden als große Helden in Atlantis. Mal sehen. Das gibt's dann zu sehen in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.